tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Serapendra vor. Wir hatten Serapendra bereits vor zwei Folgen bei Ampharos mit drin, allerdings kann man sich eigentlich denken, dass ich nicht nur ein Serapendra habe. Serapendra ist die Weiterentwicklung von Toxipit und Rollum und hat wie diese einen Käfer-Gift-Typ. Das gibt ihm eine Schwäche gegen Feuer, Gestein, Psycho und Flug, eine Resistenz gegen Gift, Käfer und Fee sowie eine Doppelresistenz gegen Kampf und Pflanze. Im Gegensatz zu meinem Baitenpass Serapendra ist dieses hier voll zum Draufhauen gebaut. Die EV sind bei diesem Serapendra voll in KP und Angriff. Initiative habe ich keine investiert, da ich durch die Fähigkeit Temposchub mehr als genug davon bekomme, also kann man genauso gut ein wenig mehr Bulk investieren. Dazu kommt ein hartes Wesen, um den Angriff zu maximieren. Im Moveset haben wir hier Fehlender, Gifthieb, Erdbeben und Schwertanz. Als Item ein Giftschleim, um ein wenig Heilung für zwischendurch zu bekommen. Die Taktik ist recht simpel. Man wirft Serapendra in ein Pokémon rein, welches nicht viel gegen ihn machen kann, boostet einen Schwertanz und kassiert einen Temposchub. Serapendra überholt jetzt schon fast alle Pokémon und auf plus 2 Angriff ist er zudem stark genug, um mit seinen Attacken genug Schaden anzurichten, um alles, was ihm gefährlich werden kann, zu besiegen. Trotzdem gibt es einige Pokémon, die Serapendra noch wallen können, wie zum Beispiel Panzer Aeron, Smogmog oder das Unkenntnis Morlord. Schaltet also möglichst alles aus, was euch wallen kann, oder schwächt es so weit, dass Serapendra es dann noch mit einer Attacke tot bekommt, bevor ihr Serapendra in den Kampf werft. Beispiele für gute Teampartner habe ich diesmal keine, da Serapendra in ziemlich jedem Team als Late Game Sweeper reinpasst. Versucht lediglich so viele Typen wie möglich abzudecken, um ein ausgewogenes Team zusammenzustellen. Versucht weniger ein Team um Serapendra zu bauen, baut viel mehr Serapendra in ein Team, in dem ihr noch einen guten physischen Setup-Sweeper braucht. Das war's jetzt schon von meinem Serapendra und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.